Auf ein neues. Tagesaufgabe. Bitte, 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 lass uns mal wieder in die Eiswelt kommen oder so. Wen nehmen wir? Okay, ich überwinde mal meine Abneigung. Nee, nicht ihn. Gott, nehmen wir. Wo bist du? Da bist du. Komischer Zyklopentyp in einem Leder-Stringtanker. Vielleicht bringt's ja Glück. Nicht so wirklich. Die Vase war schon mal leer. Eine Münze. Nicht in die Stadt reinspringen. Noch eine Münze. Ja, nee. Also rechts runter bei der anderen einen Münze. Hier. Zoink. Oh, das war ein guter Wurf. Du kommst mit. Sonst ist hier nicht wirklich. Ah, mal was Gutes, okay. So, du kommst mit. Du gehst weg. 2000 Gold. Keine Blondine, kein gar nichts. Ist echt. Hey. Das üben wir nochmal. Ist drüber weggeworfen. Komm schon. Gib mir Goldmünzen, gib mir eine tote Schlange. Mist daneben. Ich wollte da hoch, so. Ist hier überhaupt irgendwas? Außer kein ordentlicher Weg zurück? Nö. Also ich mag das Level hier nicht. Kein Gold, kein Blondinen, kein gar nichts. Bisher machst du nicht wirklich viel Glück, Zyklopentyp. Oh, wir wollten keine Töpfe mehr mit Peitschen zerstören. Hatten wir mal vor 20 Folgen uns abgemacht. Und ja, hier ist der Ausgang. Was zur Hölle bist du für ein Level? Keine Blondine. Ich glaube, ich war überall. Nee, nix. Okay, du kommst mit. Also wir haben keinen Schaden genommen, aber... alles andere war bisher das schlechteste erste Level überhaupt. Okay, das sieht schon mal besser aus. Schlüssel und Ruhe genau nebeneinander. Und eine Kiste. Und hoffentlich kein Skelett. Nee. Bomben. Bomben sind sehr schön. Nee, kommt nicht ran, okay. Muss ich für das kleine Fitzelstück ein Seil benutzen? So, dich hätten wir schon mal. Ich höre immer noch keine Blondine. Kann es sein, dass bei den Zyklopen keine Blondinen kommen? Weil die ihn irgendwie nicht mögen oder so. Das wäre ja nicht so toll. Oh, Shopkeeper mit Bomben und einer Schrotflinte. Okay, Schrotflinte ist viel zu teuer, aber... Bomben? Zoink. Oh, 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 oh. Ah, ja. Überall, ah... Genau. So, also wir hätten den Bomben. Das war's. Ich habe eben gerade eine Blondine gehört. Aber die wird da oben sein. Mal gucken. Wir brauchen nicht unbedingt das eine Herz zurück. Das geht gar nicht sonst. Oh, und da ist ein Fötze. So, dich liefern wir erstmal ab. So. Götzen holen, ja oder nein? Wir kommen gar nicht ordentlich ran, ohne noch ein Seil zu benutzen. Ja, nee. Außerdem wird dann wieder der Shopkeeper durchdrehen und wir hätten ein Leben lang die Shopkeeper hinter uns her und was weiß ich. Jetzt haben wir 3000 Gold. Und immer noch viel Leben. Ah, das sieht schon besser aus. Und noch eine Kiste und eine Truhe. Schnell töten. Da unten sprengen wir uns auch gleich durch. Oh, Springschuhe. Ich habe nichts gesagt, das ist ein super Leben. Hier würden wir gerne durch. Zoin. So. Komm mal hier hin.
Komm mal hier hin. Zoink. Geh weg. Fall runter. So, gibt, genau. Menno. Das hätte ganz schön in die Hose gehen können. Seile bitte? Ja. Kompass ist auch toll, aber Seile wären toller gewesen. Zu viele Gegner. Oh, Spikes und Seile. Seile hätten wir gerne. Spike-Schuhe hätten wir auch gerne. Und Geschenk nicht unbedingt. Oh, warte mal. Ratte, komm mal her. Löst du die überhaupt aus? Ja. Tut mir leid, Ratte. Aber du stirbst dadurch nicht. Oh, eine Blondine. Sehr brisante Ecke. Gucken wir mal. Ratte, komm mit. Mist. Nein, das war nicht geplant. So. Seil. Zoin. So, wollen wir noch Unsinn anstellen? Also, eigentlich nach Gold suchen. Was meistens in Unsinn ausartet. So wirklich leicht kommen wir nichts ran, ne? Naja, okay, raus hier. Es läuft ja gerade wieder gut. Da sollte man nicht unbedingt allzu viel riskieren, hm? Wir haben Küsschen, wir haben 5 Leben, viele Bomben und gleich eine Spitzhacke. Nämlich hier. Okay, vorher alles andere plündern. Sonst vergesse ich das später. Ein Goldklumpen dort lohnt nicht. So. Jetzt nochmal links gucken. Alle Stachelfallen auslösen. Ja, siehst du mal, das hätten wir sonst übersehen. Nee, das ist ein Götze. So. Nix und spuckende Schlange. Shopkeeper. Wir müssen erst noch am Shopkeeper gucken. Das geht gar nicht. Also es juckt mir echt in den Fingern, jedes Mal, wenn ich den Götzen sehe, den mitzunehmen. Also jetzt bringt er zwar nur 5000, aber später bringt er halt noch mehr an Leveln. Aber wir hatten es zu häufig gehabt, dass der ganze Spielstand quasi dadurch vermurkst war. Dass wir einmal irgendeinen aus Versehen getroffen haben. So, komm. Oh. Die waren alle schon ausgelöst, ne? Ja. Zeugen. Oh, eine Riesenspinne. Warte mal. So. So. Oh oh. Nein. So war das nicht geplant. Nee, so wird es nichts. So? Nee, wir haben gar keine Bomben mehr. Das ist nicht so schön. Okay, erstmal bringen wir dich weg. Und zwar, indem wir da eine Bombe legen, dich mitnehmen und weggehen. Das war zu nah dran. Och, Menno. Das sah gerade wieder gut aus. Also, Blondine wegbringen. Die Blondine ist tot. Da kannst du nicht mehr viel wegbringen, Georgon. So. Und Geist kommt. Zing. Zing. Und raus. Das ist echt nicht schön. Also die Spinne, da hätte ich es mit einem anderen Wurf machen müssen. Und die Bomben legen, um die Spitzhacke zu bekommen, war auch nicht so toll. Also ich wollte eigentlich die Blondine dann schnappen und ganz schnell einfach verschwinden. Aber ja. Zing, zing.
Da ging es weiter. Gucken wir uns erstmal rechts um. Bei der bösen Tiki-Falle vorbei. So. Ganz ruhig und vorsichtig. Da hinten sind nämlich Goldklumpen. Und ein Schwa. Zeug. So, scheint gut zu sprechen zu sein. Das ist ein guter Anfang. Zeug. Nein, nicht da. Und das ist ein Shopkeeper. Und eine Blondine, habe ich gehört. Irgendwo da. Kram uns mal hier durch. Da ist sie, okay. Nein, bei der Tiki-Falle. Ho. Okay, die komischen Vasen machen wir später. Zeug. Jetzt müssen wir die Spitzhacke in Sicherheit bringen. So. Du Tiki-Fallen. Also da ist der Ausgang. Da haben wir schon mal einen ordentlichen Weg zum Ausgang. Da können wir die Blondine runterwerfen. Sollte schon, da war eine Schlange drin. Da ist eine Wieso übersehe ich die Tiki-Fallen immer wieder? Ich denke irgendwie, die gehören zum natürlichen Umgebungsdienst. So, dich haben wir abgegeben. Wir haben also wieder drei Herzen gleich. Dich holen wir nochmal. Wenn wir jetzt noch zu oft hacken, geht sie kaputt. Das wäre nicht so schön. Na gut, raus. Nächstes Dschungellevel. Mit drei Leben. Wir brauchen unbedingt eine Schrotflinte und die Bienen. Das wäre schick. Da unten ist noch Bienen. Hier ist eine Tiki-Falle. Oh, ich höre was. Wir haben ja Stachelschuhe, sehr schön. Da ist die Blondine. Okay. Da kommen wir auch so hin. Warte. Nach links rüber? Ja. Ganz schön nach unten hier. Schaffen wir jetzt mal kurz einen Zugang nach da. Dich mit und hoffen, dass sie jetzt nicht gerade in den Stachel läuft. Tut sie es? Können wir nicht sehen. Nee, sie ist festgesteckt. Sie steckt fest. Stirb. So, da geht's raus. Raus ist schon mal gut. Das heißt, wir hätten gleich wieder vier Leben. Hätten wir gern noch dich. Und dich. Ist bei dem Affen da hinten was? Nicht so wirklich. Aber hier ist was. Peitsch. Peitsch. Au, nein. Schon so wieder bei drei Leben. Also gleich. Nix. Okay. Die Tiki-Männer da oben lassen wir mal lieber. Oh, da ist noch ein Ding. So. Jetzt noch den einen Smaragd da. Ne, warte mal, wenn ich jetzt nach unten drücke, dann spieße ich mich bestimmt bei den Stacheln auf. Wir gehen einfach nur noch raus hier. So. Sieht gar nicht mal so schlecht aus mit dem Eislevel. Hatte ich ja am Anfang mokiert gehabt, dass wir mal endlich wieder ins Eislevel kommen. Sieht fast so aus. Auch wenn der Start ziemlich holprig war. Na, haha. Ich wollte hier auf den Kopf springen, verdammt. Da, bis darüber. Oh, das sind viel zu viele Stacheln hier. So. Oh, da unten ist eine Truhe. Zwei. Du müsstest jetzt tot sein, wegen Stachelschuhen. Schon schön. Ah, kaputt.
heißt, wir müssen uns durchsprengen. Das wird auch wieder nichts. Doch, okay. So, ich sehe ein Tickern beim Horusauge. Irgendwo. Ah, wir haben null Bomben. Mist. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Null Bomben sind sehr wenig. Das heißt, ich könnte jetzt gar nicht zum Schwarzmarkt, auch wenn ich es wollen würde. Und ich will, denn wir haben keine Bomben. Und da könnten wir welche kaufen. Du frisst Blondinen, oder? Jo. Zoink. Zoink. Hihi, spreng den Digimann. Danke. Oh, da ist ein Shop. Du wartest da, du erschlägst den nicht. Nein, Das hätte ins Auge gehen können. So, dich hätten wir gerne. Hätten wir gerne dich. Und dann hätten wir gerne Kletterhandschuhe. So, ein Fallschirm. Seile nicht so wirklich. Okay, er dreht nicht durch, wenn man in seinem Laden peitscht. Das ist schon mal gut. Du kommst mit. 6 Seile brauchen wir nicht wirklich, weil wir haben jetzt den Kletterhandschuh. Und der ist mega geil. Zoink. So, raus hier. Aber keine Bomben ist übel. Keine Bomben ist richtig übel. Müssen unbedingt Kisten oder Truhen, alles ähnliche öffnen, die wir finden. Und da hat uns der Kletterhandschuh gerettet. Peitsch. Wir sollten nicht zu schnell runter. Wir müssen schön alle Ebenen abklappern und nach Kisten suchen. Zoin. Kein Piranha, kein Piranha. Aber eine Spinne im Wasser. Au, au. Wow, okay. Nicht. Hier sind viel zu viele Viecher unterwegs. Wow, das sah cool aus. Da ist der Ausgang. Wo ist die Blondine? Wow. Okay. Blondine, da bist du. Ich komme nicht zu dir hin, verdammt. So. Du wachst da nicht auf, oder? Nee, okay. Ja, also wir könnten die Blondine befreien. Wir könnten das Idol mitnehmen, das hier 10.000 bringt. Wir könnten damit die Piranhas aus ihrem Wasserloch rausholen, weil die Kugel dann ein Loch reinreißt und all so eine anderen tollen Sachen. Aber wir haben keine einzige Bombe, also geht das nicht. Das ist echt doof. Ja, wir können jetzt einfach nur noch rausgehen. Menno. Und Eiswelt. Ohne Bomben. Hier riecht es nach feuchtem Pelz. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Da ist schon mal eine Blondine. Ja, oh, du bist der feuchte Pelz, ne? Bist du lieb? Nein. Du bist nicht lieb. Ganz und gar nicht lieb. Ich mach dir Schaden, weil ich Stachelschuhe hab. Was zur Hölle war das? Arenen freigeschaltet. Was? Sehr komisch hier alles. Wo will ich hin? Da will ich hin. Spinne. Oh, okay. Da ist noch so ein Wurmding. Wow, die explodieren ja. Wo ist meine Blondine? Du, komm mit. Ausgang. Da musst du hin. So. Dich hätte ich auch. Oh, da ist eine Kiste. Und zwar so, dass man nur hinkommt, wenn man Bomben hat. Okay,
Okay, raus. Das war sehr viel Glück, das Level. sehr viel Glück. Vor allem auch, dass wir die Stachelschuhe hatten. Aber ja. Ich spüre hier ein übermenschliches Wesen. Sehr schön. Warum auch nicht? Zeug. Du bist kein übermenschliches Wesen, du bist nur ein Alien. Oh, hey. Warte mal. So. Oh, nicht runterfallen. Vielleicht den Edelstein da oben haben. Genau. Eine Kiste, an die ich nicht rankomme. So, du kommst mit. Ich brauche neue Lebenspunkte. Was zur Hölle? Wow, hey. Was zur Hölle war das? Eine mächtige, übersinnliche Explosion hat mir das Gehirn verflüssigt. Ja. Also schön, dass wir was Neues kennengelernt haben. Was es natürlich prompt getötet hat, wie neue Sachen das eigentlich immer machen. Aber schade, dass der Run dadurch so schnell vorbei war. Also schnell ist relativ. Es war ein sehr guter Run, so nachträglich gesehen. 74.000 ist ordentlich. Aber da hätte noch ein Ticken mehr drin sein können. Ich glaube noch ein Level. Ne, zwei Level. Dann hätten wir die nächste Ebenenart gesehen, also was nach dem Eis kommt. Also Mine, Dschungel, Eis und dann... Was kommt dann? Es wäre schön gewesen, wenn wir hingekommen wären. Aber na gut, gucken wir uns die Bestenliste an. Zweiter Platz. Sehr schön. Es werden immer weniger. Komisch. Aber na gut, zweiter Platz, kann ich mitleben. Vor allem recht nah dran am ersten. Und wir sehen uns morgen wieder. Bye.